Die Ärzte der Wiener Spitäler sind am Montag auf die Straßen gegangen, um gegen die Reduktion der Nachtdienste zu demonstrieren. Patienten würden durch diese Regelung viel zu kurz kommen und auch die Qualität würde aufgrund fehlender Kapazitäten nachlassen. Vor allem aber lassen die demonstrierenden Ärzte ihren Ärger über die Wiener Stadträtin für Gesundheit und Soziales, Sonja Wesseli, aus. Ich würde sagen, Wesseli, abtreten, Janssen nach Hause. Danke. Das Problem ist, wir hatten ein gutes, gesundes System und wir haben große Sorgen, weil wir täglich sehen, dass es schlechter wird. Es ist eigentlich derzeit schon so, dass man es mit letzter Kraft schafft, ausreichend da zu sein für die Leute. Und das wird wahrscheinlich mit einem Schritt weiter nicht mehr gewährleistet sein. Bisherige Gespräche mit dem Wiener Krankenanstaltenverbund blieben erfolglos, weshalb die Wiener Ärzte mit der Demo auf das Problem aufmerksam machen wollten. Die Stadt Wien hat seit Juli Gespräche verweigert. Sie haben immer wieder öffentlich behauptet, dass sie sich keinen Millimeter bewegen. Letzten Freitag ist ein Angebot an eine ausgewählte Gruppe von Personalvertretern, aber explizit nicht an die Ärztekammer gegangen. Und wir orten hier keine wirkliche Bereitschaft zu Gesprächen. Ob diese Demo Sonja Wesseli und den Wiener Krankenanstaltenverbund dazu animiert, etwas zu ändern, bleibt bisher noch unklar.